Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum dritten Live-Talk von der Paul-Schiller-Stiftung zum Thema gute Betreuung im Alter. Mein Name ist Sonja Hasler. Ich freue mich sehr, dass ich auch den dritten Talk moderieren darf. Ich glaube, so Winter wie heute war es noch gar nie. Und das ist so, dass wir die alle gäbig Zeit haben, hier innen zu hocken und interessante Sachen miteinander zu diskutieren. Und ich darf das Wort traditionellerweise gerade zuerst an Maja Nagel geben. Sie ist Stiftungsrätin von der Paul-Schiller-Stiftung. Und herzlich willkommen, Maja Nagel, bitteschön. Danke vielmals, Frau Hasler. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Namen von der Paul-Schiller-Stiftung begrüße ich Sie sehr herzlich zum dritten Live-Talk zum Thema von einer guten Betreuung im Alter. In der Vorbereitung auf den Talk hier habe ich mir selber ein bisschen Gedanken gemacht, wie lange mich eigentlich das Thema von der Betreuung im Alter schon beschäftigt. Einerseits im Rahmen von meiner bisherigen Tätigkeit in verschiedenen Arbeitsfeldern und Praxisfeldern in der Pflege und Sozialpädagogik, wo ich unter anderem auch in der Betreuung mit älteren Menschen geschafft habe. Andererseits aber auch, wenn ich jetzt aktuell auf die Erfahrungen mit den Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Schweiz schauen, sieht man einfach nochmal mehr, wie wichtig eben eine gute Betreuung im Alter ist. Vielleicht haben Sie sich auch selber, wie ich, auch schon gefragt, wie Sie oder Ihre Eltern im Alter, wenn man selber nicht mehr in der Lage ist, unterstützt werden könnten und wie eben dann die Unterstützung soll aussehen, wie wichtig die wäre. Für mich zeigt sich, je länger ich mich mit Betreuungsfragen beschäftige, wie zentral eben qualitätsvolle und die psychosoziale Betreuung auch im Alter ist, wo eben über die medizinische Versorgung ausgeht und von wesentlicher Bedeutung für das Menschsein, für unsere Gesundheit und eben auch für unsere Lebensqualität ist. Ich meine deshalb, dass in dem Zentrum der zukünftigen Überlegungen müssen eben in verstärktem Mass auch noch klarer davon ausgegangen werden, wie die individuellen Bedürfnisse und wie die Selbstbestimmung von älteren Menschen im Alter angeschaut werden. Dazu kommt natürlich, dass wir uns fragen, mit welchem Inhalt und mit welcher Qualität wir eben psychosoziale Betreuung wollen definieren und mit welchen Kompetenzen in allen Wohnformen im Alter die sollen umgesetzt werden. Um die Debatte zu ermöglichen, muss die Bedeutung von psychosozialer und agogischer Betreuung ins Gespräch gebracht werden. Wir müssen vermehrt an der Lebenswelten der Betroffenen können ansetzen. Absicht ist deshalb von der Paul-Schiller-Stiftung, dass man die Betreuung fassbarer machen, sie zur Sprache bringen und damit eben auch Betreuung sichtbar wird, um die Diskussion um Qualität und Sicherstellung der Betreuung im Alter auszuweiten. Wir hoffen, mit dem heutigen Live-Talk erneut einen Schritt in die Richtung können zu machen und danken Ihnen allen, dass Sie mit uns in diesem Dialog mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen eine anregende nächste Stunde beim Zuhören und beim Mitkommentieren und übergebe jetzt gerne für die Weitergestaltung vom Live-Talk an Frau Hasler. Danke vielmals, Maja Nagel. Ja, also wir probieren, einen Schritt weiter zu kommen und zu fragen, was ist gute Betreuung im Alter eben konkret und wie ist sie möglich? Und wir machen das in meinen Augen mit spannenden Leuten. Vielleicht können wir sie schnell sehen oder die können schnell die Hand einfach aufhaben. Also, wir werden eine kleine Debatte hören mit unseren beiden Professoren, mit dem Lorenz Imhof und dem Carlo Knöpfel. Hallo miteinander. Hallo. Die sind nicht unbedingt gleicher Ansicht, was das Thema gute Betreuung angeht. Und dann haben wir Vertreter aus der Praxis, Karin Stadelmann, Dozentin am Institut für Sozialpädagogik an der Hochschule Luzern für soziale Arbeit. Dann ist Franziska Reinhardt bei uns, Mitglied Geschäftsleitung Bürgerspital Basel. Und der Hannes Koch, er ist Chef Spitex Kriens. Hallo miteinander, ich freue mich mit euch, das Thema zu diskutieren. Und diskutieren wollen wir natürlich auch mit euch, die jetzt uns zuschauen, zuhören. Es sind über 100 Leute, die hier dabei sind. Das ist sehr erfreulich. Und ihr könnt uns eigentlich laufend eure Fragen oder auch eure Kommentare in den Chat schreiben. Und wir nehmen dann den einen oder anderen sehr gerne auf und freuen uns auf einen Austausch mit euch.
Und jetzt wollen wir euch ein neues Papier vorstellen, ein brandneues Papier, das Impulspapier zu guter Betreuung im Alter. Das ist ja, die Betreuung ist immer noch ein bisschen ein diffuser Begriff und das neue Papier, das will die Betreuung fassbar machen. Und die Politologin Miriam Wetter hat bei diesem Impulspapier mitgeschafft von der Paul-Schiller-Stiftung und erzählt uns jetzt kurz das Wichtigste. Ja, guten Tag, liebe Damen und Herren. Corona und unsere digitale Weiterentwicklung ermöglicht, dass ich sogar heute, trotzdem, dass ich jetzt eigentlich in der Ferien bin, mit Ihnen kann an diesem Live-Talk mit dabei sein und das Impulspapier kurz kann vorstellen. Das Impulspapier, das das neueste Format ist in dem Dialog, den Paul-Schiller-Stiftung seit 2018 führt, rund um das Thema gute Betreuung im Alter. Der Start der ersten Corona-Welle, den Wegweiser herausgegeben für eine gute Betreuung im Alter, wo wir das erste Mal den Begriff auch definiert haben und Handlungsfelder beschrieben haben, die eine gute Betreuung im Alter ausmachen. Wenn wir nachher konkret jetzt auf das erste Impulspapier schauen, möchte ich gerne Ihnen kurz aufzeigen, was denn dort Inhalte sind. Wir haben uns auch wenig überraschend in dem ersten Impulspapier die Frage annehmen, was ist denn gute Betreuung im Alter konkret? In den Jahren, wo wir jetzt mit Ihnen und auch mit anderen den Dialog führen, ist ja immer wieder auch die Frage aufgekommen, aber was ist denn Betreuung und was macht man denn in einer guten Betreuung? Das ist Ihnen vielleicht noch eher klar, als wenn wir dann noch einen Schritt weitermachen und auch mit Leuten reden, die zwar irgendwo vielleicht eine Verantwortlichkeit haben oder mit dem Thema Berührung kommen, aber es ist ganz ein neues Thema. Da möchten wir mit dem Impulspapier einen Beitrag leisten, damit das ein bisschen fassbarer wird, damit man versteht, was dann eine Betreuung ausmacht und eben auch unterscheidet vielleicht von anderen Angeboten, die da schon vorhanden sind. Ausgangspunkt ist einmal mehr die Phasengrafik, also das Phasenmodell, das wir bereits in der Recherchenstudie haben, das aber auch im Wegweiser wieder eine wichtige Rolle spielt, wo wir ja aufzeigen, wie viele verschiedene Leute in einer guten Betreuung mitwirken, mit verschiedenen Kompetenzen und wie das auch in verschiedenen Phasen vom Alter eben unterschiedlich aufgeteilt ist. Also zum einen mal unterstreichen, dass das sehr eine individuelle Planung auch bedeutet, dass man wirklich auch das Bedürfnis von den jeweiligen alten Menschen muss wahrnehmen und dann den Bedarf daraus definieren und man nicht jetzt einfach eine Liste von Leistungen jetzt festschreiben und sagen, das ist gute Betreuung für alle und jeden. Auf Basis von dem Phasenmodell und also dem ganzheitlichen Bild vom Altwerden haben wir nachher dann den Wegweiser genommen und die sechs Handlungsfelder probiert mit Beispiel zu füllen. Dass man also probiert zu sagen, okay, im Handlungsfeld von der Selbstsorge könnten das und das und das Leistungen sein, die man erbringt. Im Handlungsfeld von der Alltagsgestaltung sind das und das mögliche Beispiele für konkrete Aktivitäten, die dort passieren können. Wenn man da einen Schritt zurück macht und sich das nochmal anschaut, macht es glaube ich auch nochmal deutlich, was eben eine gute Betreuung ausmacht. Dass es gemeinsam gestaltet wird, dass es stark darauf fokussiert, auch Lebenskompetenzen zu erhalten und auch zum Teil neu zu lernen oder Möglichkeiten zu eröffnen, die wieder zu stärken. Dass es darum geht, auch am bisherigen Lebensverlauf anzuknüpfen. Zum Schluss ist es glaube ich noch einmal wichtig, betonen, wer denn auch solche Betreuung wird leisten oder kann leisten, solche gute Betreuung. Und da ist für uns eigentlich mehr das Phasenmodell eigentlich maßgebend, wo ja ganz schön aufzeigt, wie viele verschiedene Kompetenzen das gebraucht werden und wie eben auch ganz verschiedene Leute da einen Beitrag können leisten. Das heisst, im Idealfall haben wir in der guten Betreuung sowohl Angehörige als auch Nachbarn, als auch Leute in freiwilligen Einsätzen bis hin zu eben professioneller Betreuung und all das eng verknüpft mit der Pflege, die auch mit der betreuerischen Grundhaltung kann arbeiten kann. Es wird entsprechend sehr einfache Betreuungsleistungen geben, aber auch hochkomplexe Situationen und es kann darum eben sowohl von familiären, informellen, aber auch formellen Akteuren und Akteurinnen erbracht werden. Abschließend möchte ich damit noch einmal klarzumachen, dass das Impulspapier für uns ein Auftakt ist für weitere Diskursschienen. Also, dass es jetzt mit der Publikation nicht ein Abschluss ist, sondern eigentlich ein Start von einem Prozess. Wir verstehen die Publikation als Impuls zum Weiterdenken, als Inspiration zum Dialog oder auch für die Entwicklung von Betreuungskonzepten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind, als Institution, als Leistungserbringer, als alter Mensch. Und es kann aber auch eine Argumentationsgrundlage sein, für die Verhandlungen zu treten, für Finanzierungen, weil es sichtbar und fassbar macht, was dann eine Betreuung kann und wie es eben auch eine präventive Wirkung kann entfalten.
Darum haben wir am Schluss vom Impulspapier auch die 6 Handlungsfelder nochmal mit so leeren Kreisen reingenommen auf einer Seite. Das soll symbolisch stehen dafür, dass wir wirklich auch von Ihnen gerne hören, was sind denn Leistungen, die Sie erbringen oder was sind Sachen, die Sie spannend würden finden, in diesen Handlungsfeldern zu entwickeln, wo Sie aber auch sich selber können reflektieren und das vielleicht zum Anlass nehmen, mal in diesem Rahmen durchzudenken, was bereits passiert und wo allenfalls noch Lücken bestehen. Wir sind sehr gespannt, was da an Erfahrungen, Gedanken und Fragen zu uns zurückkommt und freuen uns, mit dem Impulspapier weiter den Dialog in die Breite zu tragen und zusammen Betreuung im Alter konkret in der Schweiz für alle zu realisieren. Ich wünsche viel Spass beim Live-Talk und beim Durchlesen des Impulspapiers. Ich glaube, die meisten von euch haben das Impulspapier zugeschickt bekommen, per Mail. Und wer das nicht hat, kann das studieren auf der Webseite gutalten.ch. Und wenn ihr jetzt schon irgendwie, wenn es euch irgendwie schon ein Fragezeichen gibt im Hirn, dann könnt ihr sehr gerne die Fragen auch stellen dazu, gerade direkt im Chat. So, und zwei Männer, die haben das Papier schon studiert. Auch mitgeschafft, der eine, der Carla Knöpfel. Und wir wollen noch ein bisschen das ausdeutschen. Also, was heisst gute Betreuung konkret? Wer soll sie leisten? Ich freue mich auf die kurze Debatte mit dem Lorenz Imhof und dem Carla Knöpfel. Lorenz Imhof, emeritierter Professor, renommierter Pflegewissenschaftler, ist auch Co-Autor von der Studie Betreutes Wohnen in der Schweiz. Und der Carla Knöpfel, er ist eigentlich hier schon Stammgast beim Live-Talk. Professor für Sozialpolitik und soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Co-Autor von dem Wegweiser für gute Betreuung im Alter, wo Miriam vorhin gerade kurz gezeigt hat. Also nochmal herzlich willkommen, schön seid ihr da. Und gehen wir doch gerade in Medias Res. Also die beiden haben in den letzten Jahren sehr viel geforscht zu dem Thema Betreuung im Alter. Und vielen, man hat uns das immer gemerkt, ist nicht ganz klar, was das eigentlich ist, was man darunter soll verstehen. Lorenz Imhof, was ist für euch kurz und bündig gute Betreuung? Was versteht ihr darunter? Ja, das ist schwierig, kurz und bündig. Fast denk. Wenn ich kurz und bündig, was der Carla Knöpfel sagt, Pflege ohne Betreuung gibt es nicht. Und ich tue im Gegensatz zu ihm sagen, Betreuung ohne Pflege gibt es nicht. Mhm. Also für mich ist hat Betreuung etwas zu tun mit einem Bedarf. Wir sind in dieser Welt und haben einen Bedarf an Unterstützung, wenn das mit Zusammenspiel mit dieser Welt nicht passt. Was mir aufgefallen ist, und das ist vielleicht ein Argument, wo dann das ein bisschen unterstützt, der Bundesrat hat 2005 Pflege definiert. Und sagt, Pflege ist die Unterstützung von Menschen im Alltag und das schließt alle medizinischen, psychischen, sozialen und funktionellen Aspekte ein. Und wenn ich die Definition nehme, die hier für Pflege gilt, und ich das schaue, was Seite 14 in dem Papier steht, dann sehe ich keinen Unterschied. Mhm. Also Sie sagen, Betreuung und Pflege ist eigentlich das Gleiche? Nein, ich sage eigentlich das, was der Professor Knöpfel sagt, ich rede hier von einer pflegerisch-betreuerischen Unterstützung. Mhm. Betreuung ist für mich eine Qualität von einer Unterstützungsleistung, die gewisse Bedingungen hat. Mhm. Und das heisst, wir haben eine Beziehung, wir haben Unterstützung von allen Aspekten des Menschen, die sein Leben ausmachen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, Betreuung ist für mich nur dann Betreuung, wenn auch ein Bedarf da ist. Also wenn ich sage, ich will jetzt ein Taxi, ist das nicht Betreuung. Wenn ich zum Coiffeur gehe, ist das keine Betreuung. Es braucht die Beziehung, die sorgende Beziehung als Basis, die dann die Handlung auch beeinflusst. Danke, Lorenz. Wie tönt das für euch, Herr Knöpfel? Ich würde noch einmal anders ansetzen und sagen, wir unterscheiden drei Unterstützungsformen, Hilfe, Betreuung und Pflege. Und natürlich muss Pflege mit einer betreuerischen Haltung erbracht werden. Auch Hilfe kann mit einer betreuerischen Grundhaltung erbracht werden. Aber wir finden dann, dass Betreuung selber eben auch eine eigenständige
Form von Unterstützung im Alter ist, die darauf abstützt, dass ältere Menschen, wenn sie eingeschränkt sind in ihren gesundheitlichen, körperlichen, psychischen Möglichkeiten, trotzdem ihren Alltag selbstständig, möglichst selbstständig bewältigen können und am gesellschaftlichen Leben können teilhaben. Also ihr sagt, Betreuung für mich ist eine eigenständige Aufgabe. So. Genau. Und sie fordert eben in vielen Fällen früher an als das, was man dann unter Pflegebedürftigkeit versteht, die ganz stark, gerade wenn man dann auch darüber abklärt, ist jemand pflegebedürftig oder nicht, auf die körperlichen Einschränkungen sich abstützt und die psychosozialen Aspekte, also wie geht es mir, wie viel soziale Kontakt habe ich, wie kann ich meinen Alltag sinngebend ausgestalten, dass die zu kurz kommen und darum sind wir der Meinung, dass man die Betreuung in dieser Form muss diskutieren und auch neu organisieren. Nicht zuletzt darum, weil eigentlich bis jetzt das Setting in der Regel so ist, dass das die Familienangehörigen sollen im Wesentlichen übernehmen, insbesondere wenn die älteren Menschen noch daheim leben. Aber selbst in den Pflegeheimen, wie wir jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, wo die Angehörigen nicht mehr dürfen, auf Besuch kommen, hat es in manchen Pflegeheimen gröbere Schwierigkeiten gegeben, den Alltag eben zu gestalten. Aber die Familienangehörigen, die werden nicht mehr auf alle Zeit die Ressourcen aufbringen können. Familien werden kleiner, man lebt nicht mehr am gleichen Ort. Vor allem Familienfrauen sind erwerbstätig. Das heisst, wir müssen uns über neue Formen von dieser Betreuung Gedanken machen, wo ein Mix ist von dem, was Familie macht, was Nachbarschaft erbringen kann, aber was eben auch professionelle Angebote könnte leisten. Also ich nehme zwei Sachen raus von dem, was ihr gesagt habt und spiele es dem Herrn Imhoff zu. Also Betreuung fängt unter Umständen weit vor der Pflege an. Das ist mal das Erste. Und Betreuung ist eine eigenständige Aufgabe, ist nicht einfach nur das, was ihr vorhin gesagt habt, Qualität von einer Handlung. Was sagt ihr da dazu? Pflege ist in den letzten, sagen wir, 30 Jahren zum Fließbandarbeit degradiert worden, aus finanziellen Gründen. Oder? Mhm. Und man hat das gemacht, indem man betreuerische Aspekte ausklammert und nicht finanziert. Wenn man jetzt übergeht und Betreuung separat definieren will, was übrigens ich überzeugt bin, das kann man nicht, oder? Ohne dass man die Pflege disqualifiziert, dann wird man die Qualität von dieser Versorgung reduzieren. Also ich glaube, dass man heute eine andere Logik muss haben. Pflegerisch-betreuerische Unterstützung hat nichts zu tun mit Pflegefachperson. Ich sage Angehörige, die daheim für jemanden schauen, die machen auch pflegerisch-betreuerische Unterstützung. Sie machen nämlich eine Alltagsunterstützung und sie haben eine sorgende Beziehung. Also alle Bedingungen von einer Betreuung ist gegeben und ich denke, wenn wir anfangen zu diskutieren, wer jetzt wohl am besten ausgebildet ist, dann machen wir den kapitalen Fehler, der unsere Versorgung wird verschlechtern, nämlich, dass man die Frage stellt, wer darf, weil das ist dann nämlich die Frage von der Finanzierung, und dass man nicht die Frage stellt, vom kann ich und habe ich Fähigkeiten, Personen in dieser Situation zu unterstützen. Und wenn ich die Frage stelle, kann ich, dann steht Kollaboration im Zentrum, dann steht im Zentrum Kontinuität von der Versorgung und die Beziehung zu den Menschen. Was ich lese in dem Papier jetzt zu diesen Feldern, ist für mich eigentlich das, was ich vor 40 Jahren schon geschrieben habe zum Thema, das ist Pflege. Es ist nichts Neues, oder? Mhm. Man hat es einfach nicht zugelassen. Aber eigentlich gehört das zur Versorgung von Menschen. Mhm. Und ich finde, eigentlich müssten wir jetzt alle zusammenstehen und sagen, ungeachtet der Therapie, der Sozialpädagogik oder was auch immer die Berufsausrichtung ist, Sozialarbeit, all die müssten jetzt hersitzen und sagen, was bedeutet das und was bedeutet Qualität zu machen, wo die sorgende Beziehung zu der Handlung bringt. Wie müssen Handlungen aussehen, damit sie die sorgende Qualität ausdrücken? Mhm. Wenn wir das nicht können diskutieren in den 20 Jahren, dann wird weder etwas finanziert, noch werden die Leute unsere gegenüber davon profitieren können. Stellpass, Carlo Knöpfe.
Ja gut, also wir tun im Pflegeheim zwischen Pflegekosten und Betreuungstaxen unterscheiden, was ja schon mal zeigt, dass das offenbar unterschiedlich angegangen wird. Wir sind der Meinung, dass es ganz bestimmte, gerade um die Qualität von der Betreuung sicherzustellen, bestimmte Ausbildungen, berufliche Hintergründe brauchen, die eher sozialpädagogischer, sozialarbeiterischer Natur sind. Und Pflegefachkräfte, wo das alles auch noch sollen machen, im Anbetracht vom Fachkräftemangel im Pflegebereich, haben wir auch so unsere Fragezeichen. Es ist auch nicht zufällig, dass jetzt eine Motion vom Parlament überwiesen worden ist, wo heißt Ergänzungsleistungen für Betreuung, für betreutes Wohnen. Das deutet noch einmal an, dass die gesellschaftliche Diskussion ein bisschen in eine andere Richtung geht und dass wir uns sehr wohl genau um die Betreuung müssen kümmern, damit eben, wenn jetzt die Motion umgesetzt wird, auch mit dem richtigen Inhalt die ganze Sache versehen wird. Mhm. Wir haben nach wie vor in der Praxis den Eindruck, dass die psychosozialen Aspekte zu kurz kommen, dass man zum Beispiel bei der Gewährleistung von Hilflosenentschädigung viel mehr auf die körperlichen Einschränkungen sich kapriziert. Und das ist für uns eine Fehlentwicklung. Mhm. Ich werde das gleich aufnehmen. Ja, Herr Himhoff, darf ich das noch euch zuspielen? Hat jetzt nicht Corona genau das gezeigt, dass eben die Pflegenden in diesem durchtakteten Pflegealltag eben keine Zeit mehr haben für die psychosoziale Betreuung von Leuten, dass man hat immer von Isolation und Einsamkeit geredet, ja, in den Pflegeheimen, dass eben die Pflegenden ja gar keine Zeit haben für das, für eben die Betreuung und die Sorge für jemanden wirklich wahrzunehmen. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist Tragik von dieser ganzen Geschichte. Man tut seit Jahrzehnten Pflege reduzieren auf Hands-on-Care und Medizin, oder? Man verbietet den Leuten heute in der Spitex, sich um Menschen zu sorgen, weil man sie nicht zahlt dafür und weil man sie unter Stress setzt. Und alle Argumente, Professor Knöpfel, die Sie bringen, haben nur mit der Finanzierung zu tun und mit dem, was jetzt gilt. Aber ich sage, wenn wir zukunftsorientiert wollen, wenn wir etwas erledigen, dann müssen wir jetzt sagen, wir brauchen ein neues Denken, wo nicht ist, Pflege darf und Pflege darf nicht. Oder sie nur Pflege darf, sondern wo heisst, wo sich konsequent als Gegenüber richtet, wo sagt, was genau ist dem Gegenüber wichtig. Ich habe nur ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe ein Beispiel erlebt, da kommt jemand vorbei, um einer Frau vorzulesen. Jetzt ist die Frau aber inkontinent, oder? Jetzt muss also eine Pflegeperson anfahren von der Spitex, um die Frau zu versorgen, damit die nachher dieser Person vorlesen kann. Und das ist eine Arbeitsteilung, die jenseits ist. Da gibt es jemanden, der die Post aufträgt in die Wohnung, weil das ja die Pflegeperson nicht machen darf, weil das ist Betreuung. Ich kann Ihnen hunderte von solchen Beispielen bringen, die zeigen, wie absurd es ist, wenn man den Alltag der Menschen, ihr Handeln, ihre Psyche und ihren Körper trennt. Das wird den Menschen nicht gerecht. Das ist ein Beispiel, das mir jetzt auch gerade einleuchtet hat, Knöpfe. Was sagen Sie da dazu? Ja, in der Zielsetzung sind wir uns schon einig, dass der Mensch im Zentrum muss stehen mit seinen Bedürfnissen, die auch selbstständig äußern kann, dass die Unterstützungsleistungen seine Autonomie und Selbstbestimmung beachtet und nicht quasi entmündigt wird. Da haben wir keine Divergenzen. Die Frage ist einfach, wie man das gescheit organisiert. Und wir sind der Meinung, dass man eben sehr wohl, zum Beispiel auch aus den Erfahrungen im Bereich von der Invalidität, dass man sehr wohl mit Betreuungsmix, mit unterschiedlichen Fachpersonen, die sich koordinieren und kooperieren, weiterkommt, als wir es heute haben. Die Pflege, die ganze Diskussion um die Krankenversicherung und so weiter ist blockiert. Da glaube ich nicht daran, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Und wir plädieren jetzt quasi für einen anderen Weg, um an das gemeinsame Ziel dran zu kommen. Mhm. Das ist ja schön, wenn ihr sagt, das Ziel ist eigentlich gleich, aber ihr seht einen anderen Weg dazu. Ich würde, wenn ihr mir erlaubt, die erste Frage reinkommen per Chat.
Danke für die erste Frage. Warum gibt es in der stationären Altersarbeit kaum Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen? Könnte es daran liegen, dass eben Betreuung einfach zu wenig ernst genommen wird? Es ist eben tatsächlich so, dass es fällt schon auf der Stufe vom Top-Management sehr oft, dass erkennen, dass es eben Betreuung braucht. Oder es findet ein Pflege statt, wo rein schon vom Zeitmanagement in der Praxis 1-2 Stunden im Maximum pro Tag ist und der Rest ist relativ unstrukturiert in vielen Fällen. Es gibt so ein Unterhaltungsprogramm im besten Fall, aber das nimmt eben genau die psychosozialen Moment vom Individuum auch in einer stationären Einrichtung aus unserer Sicht zu wenig ernst. Und beinhaltet natürlich, und der Herr Imhof hat das jetzt gerade kritisch bemerkt, aber es geht natürlich auch um die Finanzierung von diesen Betreuungsleistungen, wo in dem heutigen Setting so nicht gegeben ist. Mhm. Würdet ihr sagen, Herr Imhof, das ist übrigens eine Frage von Hans-Rudolf Winkelmann, für euch würde es keine Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen brauchen, die Altersarbeit, weil das eben dort die, also zumindest wenn es stationär ist, die Pflegenden übernehmen. Doch, es braucht sie. Es braucht sie dringend. Ich sage jetzt, vor 50 Jahren habe ich erlebt, dass all das, was hier beschrieben wurde, das hat eigentlich Gemeindeschwester gemacht. Mhm. Und seitdem haben wir eine Differenzierung von den Berufen. Und ich sage, das Können von diesen Berufen müssen wir nutzen. Und wir machen das nicht, indem wir sagen, du darfst dann nur das machen und du darfst nur das machen. Sondern wir müssen die Kollaboration stärken. Und das ist das Problem heute. Für mich ist das Beispiel Burtzorg in Holland. Dort macht Pflege alles. Oder? Die macht betreuerisch-pflegerische Unterstützung. Und der Gag ist an dieser Geschichte, dass erstens Burtzorg gelungen ist, über 10'000 neue Pflegeleute zu gewinnen, wo wir über 50% der Pflegeleute verlieren nach dem Diplom, oder? Das eine. Und das zweite, sie haben 50% der zugesprochenen Finanzen können zurückgeben, weil es billiger wird. Also, wenn man endlich würde denken, wenn man endlich würde zulassen, dass Sozialarbeit, sozialpädagogische geschulte Leute, Pflege zusammen würden diskutieren, wie man es am besten organisiert, würde es, und da bin ich überzeugt, nicht nur besser, es wird auch noch billiger. Mhm. Und stattdessen kommt mir jetzt die Logik von der Finanzmenschen, oder? Sage ich immer, von den Manager, die Logik wird jetzt übertreibt auf eigentlich den Alltag von den Menschen. Und das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Noch ein Wort dazu, Herr Knöpfel? Oder ist für euch? Ja, nein, also das Busog-Modell, zu dem gehört eben auch eine Aktivierung von der familiären Verhältnis und vom sozialen Umfeld, oder? Und das ist in der jetzigen Realität sowohl von Spitex wie von Pflegeheimen schlicht ausblendet, oder? Aber Professor Knöpfel, das finde ich unfair, oder? Ich diskutiere nicht über Qualität von der Sozialarbeit, wie Sie jetzt gerade über Qualität von der Pflege diskutieren. Wenn man den Sozialarbeit Mittel wegnimmt, ist sie schlecht. Wenn man den Pflege Mittel wegnimmt, ist sie schlecht. Und es geht nicht darum, wenn man Mittel wegnimmt, warum sie dann schlecht sind, sondern es geht darum zu sagen, wenn man die Ressourcen und das Potenzial von diesen Berufen, von all diesen Berufen würde ich nutzen und man sie nicht künstlich würde beschränken, dann würde ich bin genug alt, um nächstens der Kunde zu sein, oder, von diesen Leuten. Dann möchte ich, dass man das koordiniert und so aufzieht, dass die zusammengehen. Mhm. Und nicht darüber diskutiert, wer jetzt der Bessere oder der Schlechte ist. Spannend, euch zuzulassen. Ich nehme noch gerade, es geht um Prüf, eine Frage Ihnen von der Gerda zu binden. Mit welchen Inhalten werden die heutigen Pflege- und Pflegefachleute auf ihre berufliche Aufgabe vorbereitet? Meiner Erfahrung nach fokussiert auch die Ausbildung auf körperliche Aspekte und betreuerische Aufgaben kommen wenig bis nicht vor. Braucht es eine neue integrative Ausbildung? Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das ist einfach so, oder? Und das betonen wir ja auch die ganze Zeit, dass die Aspekte deutlich zu kurz kommen und versuchen, darauf Antworten zu geben. Erstens, dass man überhaupt mal realisiert, dass die zu kurz kommen. Mhm. Und zweitens, wie man das besser organisieren kann. Und da ist noch der Hinweis, Gina Kunst, Betreuung soll eine KLV-Leistung formuliert werden. Also, das ist ja heute schon.
die betreuerischen Aufgaben vom Alltagsgestaltung, all das wird ja heute bezahlt von der Krankenkasse. Aber nur für Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose. Also Pflege macht das heute schon, oder? In Zusammenarbeit mit Sozialarbeit und anderen. Mhm. Wieso kann sie es dann im einen Fall und im anderen kann sie es nicht? Aber wie der Herr Imhoff eben sagt, es braucht quasi das Altwerden wird zu einer Krankheit deklariert in unserem System. Oder man muss zuerst quasi zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen, dass man dann an die Leistungen ankommt. Oder? Und das ist eben, das ist nicht unsere Auffassung. Unsere Auffassung ist eben, Altwerden ist quasi mal zuerst ein natürlicher Fragilisierungsprozess, der auch Unterstützung braucht. Jenseits sozusagen von einem Gesundheitswesen, so wie wir es heute gestaltet haben. Aber er knüpft im Lehrbuch von der Sozialarbeit, oder im neuesten, wo rausgekommen ist, steht Gesundheit als wesentlichen Aspekt im Alter. Wo in der Frage von der Vulnerabilität, neben sozialen, finanziellen Bildungsfragen, also diesen Vulnerabilitätskriterien, wo Gesundheit einer von den zentralen Elementen ist, wo das Leben der Menschen im Alterssegment bestimmen. Also eigentlich müsste die Sozialarbeit mehr Ausbildung haben im Bereich von der Gesundheit. Dir zwei kommen dann noch wieder mal zum Zug in den Kreis von der Diskussion noch erweitern. Ich will noch eine Bemerkung reinnehmen, Hans-Rudolf Wilkenmann. Wie lange schauen wir noch zu, dass die Fachpersonen mit unsinnigen Büroarbeiten, zum Beispiel Krankenkassen, zugemüllt werden? Bleibt dabei die eigentliche Betreuung nicht auf der Strecke? Das lassen wir mal so stehen. Daumen hoch, wahrscheinlich alle, die in diesem Bereich arbeiten. Ich habe noch eine kleine Schlussfrage an beide. Also beide sagen, es muss etwas gehen in Sachen eben Betreuung. Das muss man ernst nehmen. Der Weg zum Ziel ist bei beiden anders. Was würdet ihr sagen, als zwei, die viel Erfahrung haben in diesem Bereich? Was muss passieren, für dass es eben schneller geht und die Betreuung ernster genommen wird? Gar noch Knöpfe, was sagen dir ganz kurz? Ja gut, also es muss uns gelingen, das Thema auf die politische Agenda zu setzen. Die Motion, die ich erwähnt habe, ist ein möglicher Ort, oder? Und gleichzeitig wird es aber auch entsprechende Medienberichte brauchen über Vereinsamung und Verwahrlosung von älteren Menschen, weil eben die Betreuung nicht gewährleistet worden ist und beides zusammen. Also, und zum Teil ist das jetzt mit der Corona-Krise auch angelungen, bereitet der Boden vor für Veränderungen. Mhm. Danke vielmals. Lorenz Imhoff, was ist das, was dir sagt, das muss jetzt gehen? Ich finde, das Wichtigste ist, dass es einen Schulterschluss gibt zwischen allen Berufsgruppen, die in dem Bereich arbeiten, die sich zusammensetzen und sagen, jetzt muss man anerkennen, dass es uns als Berufsgruppe in diesem Bereich braucht. Danke vielmals. Ja. Also, die bleiben uns erhalten. Wie gesagt, ihr kommt nach der Diskussion mit den Leuten aus der Praxis noch einmal zum Zug. Danke fürs Erste. Und jetzt schalten wir Karin Stadelmann, Franziska Reinhardt und der Hannes Koch wieder dazu. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Genau, Karin Stadelmann, Sie sehen ich schon mal. Ich kann euch noch mal kurz vorstellen, Dozentin und Projektleiterin am Institut für Sozialpädagogik und Bildung an der Hochschule für Soziale Arbeit Luzern. Hat das alles Platz auf dem Visitenkärtchen eigentlich? Ja, das ist ein bisschen lang, aber das Institut heisst so und das gehört sich, das stimmt auch. Also, dann seid ihr auch noch Politikerin. Wir haben vorhin gerade gehört, Politik ist wichtig. Ihr seid Präsidentin von der CVP Stadt Luzern und ihr habt auch eine Forschungsarbeit publiziert, was um gute Betreuung, gute Betreuung aus sozialpädagogischer Perspektive geht. Der Literaturhinweis übrigens ist auch im Pulspapier drin. Da haben wir Franziska Reinhardt. Franziska Reinhardt. Sie war Gemeinskrankenschwester, die wir vorhin gerade angesprochen haben. Heute ist sie Mitglied der Geschäftsleitung des Bürgerspital Basel, zuständig für 400 Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegezentren und 200 in Wohnungen mit Dienstleistungen. Und Franziska Reinhardt ist auch im Vorstand von der Cura Viva Basel-Stadt. Hallo nochmal.
Und Hannes Koch, CEO von der Spitex Kriens, der hat mir noch Zahlen geschickt. Letztes Jahr habt ihr total 829 Kundinnen und Kunden gepflegt und betreut alles in allem 110'000 Einsätze gemacht. Und auch ihr seid noch Politiker, Kantonsrat von der Grünen, Kanton Luzern und Co-Präsident von der Grünen Luzern. Und ich möchte nur mal ganz kurz persönlich anfangen. Also es gibt ja ein Haufen Angehörige, die, ich weiß nicht wie viele Millionen, ich glaube, etwas über 60 Millionen Stunden Betreuungsarbeit leisten, Pflege bei ihren Angehörigen. Habt ihr auch irgendeinen persönlichen Bezug aus dem Familienumfeld zu dem Thema Betreuung? Frau Stadelmann. Ja, also ich habe einen älteren Vater, er ist zwar sehr vital immer noch zum Glück, aber das hat mich schon ein bisschen umgetrieben, oder? Die unbezahlte Care-Arbeit, die zum Teil sehr stark auch auf uns Frauen leistet. Und ich bin noch ein bisschen jünger und muss damit also rechnen, dass ich allenfalls mal einmal meine Eltern werden müssen betreuen oder dürfen betreuen, mhm, gleichzeitig im Job bin und gleichzeitig vielleicht auch noch Familie habe. Und das ist ein Spannungsfeld und ich glaube, da muss man einfach sehr sensibel sein und das mal auch sichtbar machen, mhm, was da so geleistet wird. Ausser er kann sich dann leisten, eben Betreuungsarbeit einzukaufen, oder? Das ist ja exakt. Und das sollte ja eben eigentlich nicht unbedingt dann nachher eine finanzielle Frage sein, sondern das sollte eigentlich ein gesellschaftlicher Auftrag sein, dass jeder gute Betreuung überkommt. Hannes Koch, wie ist das in eurem Umfeld? Ja, wir haben mehrere Situationen. Psychisch kranke Onkel, den wir betreuen. Wir haben einen Rollstuhlfahrer in der Familie, den wir betreuen, der also Tetraplegiker ist, alleine zu Hause lebt und nur wegen der Familie, die ihn betreut, das auch machen kann. Zusammen natürlich noch mit der Spitex. Und ich, das ist mir gar nicht Sinn gekommen, das vorbesprochen habe, Frasler, weil sie ist gestorben. Wir haben eine Frau noch begleitet. Meine Frau war dort noch privatbeiständig am Schluss. Sie war die Haushälterin von einer Kundin, wo ich junger Pflegefachmann war bei Intex. Und das ist später wieder getroffen. Und wir sind am Schluss, haben wir sie eigentlich noch betreut bis zum, mhm, Tod. Mhm, mhm. Und bei euch war es? Danke. Wie ist es bei euch, Franziska Reinhardt? Die hat gesagt, sie war mal Gemeindekrankenschwester. So hat man dem gesagt, gell? Genau, so hat man dem noch Zeit. Genau, also ich habe aktuell einen Vater, der vor 2 Jahren erkrankt ist und wo der auf verschiedenen Umwegen in Heim und Klinik war, aber jetzt daheim ist und es eigentlich nur funktioniert, weil meine Mutter kann betreuen und weil meine Schwester auch im Haus wohnt, wo die kann mit unterstützen, mhm, nebst Spitex. Mhm. Also von dem her weiss ich gerade hautnah, wie das ist, auch so von den Institutionen her, wie man sich dort aufgehoben fühlt und wie wohl das einem am Schluss halt gleich ist, wenn der Vater, mhm, dann noch daheim sein kann. Mhm. Aber das ist das, was wahrscheinlich die meisten von uns irgendwo haben, die Betreuung, die einem ja schon begegnet ist. Aber wir haben das vorhin gehört, immer noch nicht so ganz klar, was ist denn eigentlich gute Betreuung? Die hat sicher den beiden Herren vorher intensiv zugelassen. Was ist für euch gute Betreuung, Karin Stadelmann? Ja, also für mich ist gute Betreuung ganz klar, dass man den Menschen eigentlich ins Zentrum stellt, oder? Und man sagt immer so schön seine Bedürfnisse und seine Wünsche. Und damit man aber die manchmal eben auch sichtbar machen kann, braucht es eine gute Kooperation zwischen Pflegefachpersonen. Es braucht aber eben vielleicht auch der ein oder andere von einer anderen Profession, sei das jetzt von sozialer Arbeit oder sei das auch ein Freiwilliger, mhm, der vielleicht die Bedürfnisse überhaupt erst einmal freileitet. Weil was heisst das konkret? Könnt ihr das bestimmen? Ja, also beispielsweise, es gibt ältere Leute, oder, die treten in ein Heim ein und die haben immer so ein bisschen früher immer ihre Routine gehabt. Morgen früh selber den Kaffee machen, in den Alltag starten und irgendwann geht das nicht mehr. Die Institution gibt das vor, dass man miteinander frühstückt. Aber vielleicht würde es helfen, wenn die Person weiterhin könnte ihren Kaffee selber machen. Sie traut das aber allenfalls nicht zu äußern. Das sind alles Sachen, die in eine gute Betreuung hineinspielen. Und irgendjemand müsste die mal freilegen, die Wünsche. Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, dass man nicht beim Menschen arbeitet und mit ihnen denkt. Seid ihr dort auf der Knöpfellinie, das kommt noch vor der Pflege? Nein, ich glaube, ich bin dort auf der Linie. Also am Anfang muss ich zugeben, der Herr Imhoff hat da sehr stark für Pflege quasi auch eine Lanze gebrochen. Und ich habe das können verstehen. Ich bin aber froh gewesen, dass er am Schluss auf das zu sprechen kam. Es braucht eine Kooperation. Es geht nicht darum, Pflege gegenüber psychosozialen Berufen auszuspielen, sondern es geht darum, die bestmöglichste Pflege und Betreuung für eine Person zu garantieren. Und das heisst, die beiden müssen miteinander zusammenspielen. Mhm. Also das heisst eben, jemand muss Bedürfnisse freilegen, jemand anderer muss vielleicht dabei unterstützen, dass die Person
gesunde Bedürfnisse kann wahrnehmen kann. Mhm. Hannes Koch, was ist für euch gute Betreuung? Ich meine, ihr leistet es ja als Spitäg-Mensch. Genau. Ja, gute Betreuung ist für mich, dann, wenn die Bedürfnisse, die ein Mensch braucht, kann anmelden und dass man ihm die auch Unterstützung bietet, wenn er das nicht selber kann, mit dem Ziel, selbstständig können zu leben. Selbstständig heisst nicht unbedingt ganz allein, das sind ja häufig auch Paare, die man betreut, oder Lebensgemeinschaften auch, wo man betreut. Aber das Ziel ist immer, dass sie selbstständig können daheim leben, jetzt aus professioneller Sicht. Mhm. Weil umgekehrt natürlich ohne Profession, also wenn sie jetzt in der Familie stattfindet, ist ja schlussendlich das gleiche Ziel. Also mein Onkel soll können selbstständig leben oder jetzt neu im Pflegeheim können leben und so weiter. Und für das braucht es Betreuung und das ist dermaßen mannigfaltig, dass man es auch nicht in einen Leistungskatalog hineinbringen kann. Mhm. Und darum finde ich es auch wichtig, was Sie gesagt haben, Frau Stadelmann, also mal der Leistungskatalog ist gut, wenn man es hineinbringt, aber nicht abschließend sein. Das kann ja nur ein Hinweis geben, oder? Und, so steht aber mit der Stoppuhr dort, oder? Das meint ihr? Wenn es ein Leistungskatalog ist, kommt sofort einer mit der Stoppuhr und kann sagen, Jasse, ja, mit der Bewohnerin darf man nur eine Viertelstunde. Ja. Also mir hat ja sehr gut gefallen, was der Imhof gesagt hat, eben die Lanze gebrochen für die Pflege, vor allem gegen die funktionale Pflege, etwas, was mir ein absoluter Gräuel ist, schlussendlich. Aber unser KLV-System ja uns eigentlich die Trainee auch vorbahnet. Aber ich denke, die Koordination ist A und O in der Profession schlussendlich, so wird die Betreuung auch wirklich gewährleisten. Mhm. Frau Reinhardt, ich wollte euch ins Spiel bringen. Was ist für euch gute Betreuung? Also, ihr habt viele Bewohnerinnen und Bewohner, die genau die Bedürfnisse klären müsst. Genau. Also ich denke, es ist wirklich die Vielschichtigkeit, wie meine beiden Vorredner schon gesagt haben, und so Bedürfnisse. Abdeckung eigentlich von den verschiedenen Menschen. Wenn ich an die bei uns denke, die in einer Wohnung wohnen und halt einfach Dienstleistungen dazu in Anspruch nehmen, dann sind das die Betreuungsaufgaben. Und wenn es dann im Heimalltag ist, ist es wie nochmal anders. Dort, was mir so spontan durch den Kopf geht, ist so ein bisschen, jetzt tut man es so wie, man hat einerseits Betreuung und man hat andererseits hat man Pflege. Und für mich ist eigentlich das A und O, das Miteinander, wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben. Und ich habe ursprünglich, ja eben, damals hat es noch Gemeinskrankenschwester gesagt, Herr Imbohoff hat es auch gesagt, das ist eine ganzheitliche Ausbildung, das ist sehr wichtig. Man hat damals, das ist doch schon ein paar Jahre her, auch viel mehr Zeit gehabt, für auf die Menschen, auf das Bedürfnis der Leute noch einzugehen. Und nachher habe ich soziokulturelle Animation gemacht und bei Quartierarbeit, also in die soziale Arbeit eingestiegen. Und man grenzt sich immer so ab. Und für mich ist eigentlich alles, was ich auch vorher gehört habe, ein Aufruf, um da miteinander zu gehen. Und spannend war es im Vorfeld jetzt von dem Live-Talk, habe ich auch bei den Pflegezentrenleitenden nachgefragt. Und dort war als erstes, gehen Sie nicht auseinandernehmen, Pflege soll auch Betreuung machen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist so tief innen, man hat so Angst, man nimmt einem etwas weg. Man sieht nicht, dass das ja eine Bereicherung kann sein kann. Also, dass wenn man auch jemanden aus der sozialen Arbeit dazu nimmt, weil die haben wieder ein anderes Bewusstsein, wo man ja kann auch einfließen kann, genau ins Bewusstsein von der Pflege. Und wer zahlt es denn? Also, es kommen zwei Sachen hin. Die Pflege hat keine Zeit in dem, im heutigen Umfeld und zahlt ist es auch nicht. Was machen wir denn da? Das ist genau das Problem und darum bin ich eigentlich froh, gib mir dem jetzt endlich auch mal einen Namen. Und ich denke, ist mir genau jetzt auch auf dem richtigen Weg, um das auch mal ja, festzuhalten. Was ist es denn, Betreuung? Wir haben Studien auch gemacht mit Curatime, wo wir wie gemerkt haben, wie viel Betreuungszeit haben die einzelnen Berufsgruppen im Haus. Und spannend war, dass in meinem Haus am meisten Betreuungsarbeit hat der Empfang geleistet. Weil die Leute in der Pflege, wenn wir eben die funktionale Pflege, wenn die halt beschäftigt sind, wo geht man hin, dort, wo man jemanden hat, der Zeit hat, und das war dann am Empfang gewesen. Das ist interessant, aber auch ein bisschen traurig eigentlich. Ja. Es ist, glaube ich, eine Realität. Also. Also aber wichtig ist genau das, wir müssen genau das können wie darlegen. Wir müssen können sagen, dass wir eben nicht nur die Pflegenden, sondern alle, die im Haus arbeiten,
im Hausdienst, das ist eine Schlüsselperson, der geht von Tür zu Tür, der ist in Kontakt mit den Leuten, der weiss meistens auch ganz viel, was die anderen nicht wissen. Mhm. Also es ist wirklich, für mich möchte ich eine Lanze brechen für das Miteinander. Mhm. Jetzt haben sich gerade beide gemeldet, Frau Stadelmann und der Herr Koch. Sagen wir Ladies first, Herr Koch. Wie es sich gehört, oder? Gut. Ich glaube, wir können jetzt auch gerne nachher ergänzen, Herr Koch. Also, Sie haben ja wie zwei Sachen jetzt angesprochen. Einerseits, wer finanziert es und andererseits, wie es zusammenarbeiten, oder? Und ich glaube, einfach der Punkt mit der Finanzierung, da haben wir halt einfach eine Challenge, da haben wir, und das geht uns alle Praxisleute an, einfach etwas zu lösen, nämlich in der Politik aufzuzeigen, dass man halt, wenn man auch so einen Katalog braucht, dass der halt nicht abschliessend sein kann und dass man halt vor allem einfach eine laufende Bedürfnisdeckung muss finanzieren können. Und damit man es finanzieren kann, kommen nachher genau die Professionen ins Spiel. Und ich mache die gleiche Erfahrung, Frau Reinhardt, wie Sie, wenn man mit Leuten aus der sozialen Arbeit redet, in einem Pflegeheim, sagen die oft, weißt, wir verstehen uns sehr gut miteinander. Wenn Frau Meier die und die Aktivität machen will, dann weiss ich genau, sie braucht vorher die und die pflegerische Unterstützung und ich gehe mit ihr dorthin und übernehme das. Wir verstehen uns eigentlich gut. Und genauso auch die Pflege, die dann sagt, ich erlebe das als Ergänzung. Zum Glück hat mir jemand heute gesagt, beispielsweise, dass die und die Heimbewohnerin eine psychische Erkrankung gehabt hätte, mal in früheren Jahren oder irgendwie früher immer den Kaffee selber gemacht hat. Also ich glaube, gelebt, wo es möglich wird, wird es schon gelebt. Wir müssen aber dafür sorgen, dass es noch mehr gelebt wird. Und das ist zum Beispiel jetzt auch ein Auftrag, den wir gemacht haben, einmal mit einer Forschung aufzuzeigen, was machen denn Sozialpädagogen überhaupt dort innen? Weil ich glaube, vieles ist mit der Sichtbarkeit nachher machbar und nicht nur mit dem Nicht-Wellen. Also ich glaube, Wellen in der Pflege, oder Herr Koch? Kooperationswillen, der ist da von der Seite von der Pflege, oder wie haben Sie das Gefühl? Ist der Herr Koch, ja, genau. Nehme ich gerade den Ball auf. Danke. Und, also unterstütze ich sehr, was Sie gesagt haben. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wenn Pflege drin, also wenn Pflege aktiv ist drin, das geht nicht um etwas wegnehmen. Aber was wir einfach, was ich jetzt feststelle, auch bei unserem Angebot, wohnen mit Dienstleistung, die wir haben, dass wir eben ganz viele Leute haben, die keine Pflege brauchen. Aber jetzt zum Beispiel nur der ganze Umzug, das Projekt ist noch relativ jung, durch den ganzen Umzug sind da Leute wirklich aus Bahnen rausgefallen, wo wir dank unserer Betreuungsleistung können wieder auf die Schiene bringen und die Leute sind jetzt selbstständig weiterhin in dieser Wohnung und werden, wie gesagt, wie Sie es auch gesagt haben, vom Schalter, Frau Reinhardt, am Schalter betreut und so weiter. Also die Kontakte sind ganz, ganz wichtig. Und ich bin ja auch gemeinskranke Schwester, ursprünglich, und ich mag mich noch erinnern, ist mir jetzt gerade vorhin gesagt, das Déjà-vu war früher, bin ich ins Quartier Wesmal aufgeradelt mit dem Velo und in der Migros habe ich die meisten Kontakte gehabt und gewusst, wer irgendwie schon nicht mehr zum Haus aus ist und ich bin dort mal Grüezi sagen. Also heute unvorstellbar, oder? Mhm. Und ich glaube, wir müssen irgendwie wieder so ein bisschen unkompliziert reinkommen und dann, egal eigentlich, welche Profession als drinnen ist, mhm, aber mit dieser Haltung können wir angehen und dann eben auch eine Partnerprofession bieten, mhm, wenn man es selber nicht mehr kann. Und Sie merken, ich sage jetzt nicht, wer muss es aufbieten, das muss gemeinschaftlich machen. Aber darf ich schnell, Frau Stadelmann, ich sage dir auch, das ist wahnsinnig wichtig in der Betreuung, oder? Auch gerade, das ist im Impulspapier drin, vielleicht auch gerade, weil es eine präventive Wirkung hat, dass die Leute später ins Pflegeheim müssen oder dass sie dort länger gesund bleiben, zum Beispiel. Aber die Tendenz ist doch die, und ihr wisst das fast am besten, Herr Koch, vielleicht auch Frau Reinhardt, ich weiß nicht, dass gerade bei der Spitex Betreuung und die hauswirtschaftliche Unterstützung zusammengestrichen wird an gewissen Orten, oder aus Spargründen. Also wenn ihr sagt, das ist so wichtig, aber die Tendenz geht jetzt sogar in die andere Richtung, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist beim Budget, Frau Reinhardt. Also, oder ihr könnt ja das Budget machen, ihr seid ja Geschäftsleitungsmitglied, oder? Gut, ich kann schon unser Budget machen, aber das ist ja schlussendlich leider wieder vorbestimmt vom Kanton. Und es ist natürlich genauso, wie Sie sagen, also Basel-Stadt hat genau die Leistungen jetzt in der Spitex gestrichen. Mhm. Das ist ja so. Und also vorhin hat der Herr Imhoff gesagt, eben es ist ja finanziert, aber der Beitrag an Betreuung ist so marginal, dass das verschwindet im Nichts und bildet natürlich nie das ab, was die Realität ist. Dazu kommt auch noch, dass jetzt in Basel-Stadt die Pflegestufen 1 und 2, die werden gar nicht finanziert. Also da gibt es kein Geld dazu. Und ich glaube, das ist wirklich die grosse Herausforderung, dieser Betreuung ein Preisschild zu geben und zu sagen, was kostet denn das, dass man das auch wirklich erfassen kann.
dort merke ich, ist natürlich schon noch sehr viel Widerstand um, weil man wie das Gefühl hat, das ist so selbstverständlich, das fließt so rein. Also das ist natürlich nicht so. Also die Frau am Empfang, die wird schon finanziert, aber das ist nachher nicht abgegolten, indem es eben wirklich die Betreuungsleistung ist. Mhm. Wie geht ihr mit dem, Herr Koch, dass da also ein Teil von eurem Gebiet am liebsten weggestrichen wird? Ich weiß nicht, wie das zu kriegen ist im Moment. Ja, bei uns ist es auch vom Budget her sehr eng. Es sind Diskussionen im Gang, dass man die Leistungen streichen. Für uns ist es klar, es ist sehr wichtig, es ist zentral, es ist der Einstieg für, also Betreuung ist häufig der Einstieg von der Unterstützung. Ich erlebe es aber so, dass die Pflege später zum Zug kommt und zuerst Betreuung aktiviert. Und für uns von der Spitex her ist es klar, dass wir das sicher und weiterentwickeln wollen. Das ist ein Projekt, das wir gestartet haben, das Jahr, wo wir genau dem Thema auch arbeiten und unser Angebot versuchen auch anders einzubetten in unserer Organisation, aufbauend auf das Wohnen mit Dienstleistung. Ich bedauere sehr, dass das so läuft. Schlussendlich ist es aber eine freiwillige Leistung. Das heisst, man muss die nicht zahlen. Man muss die, also man ist gemeint. Gemeint muss die finanzieren, die Gemeinde muss die einfach anbieten. Und das sind die freiwilligen Leistungen, die man streichen kann. Dort ist der Spielraum rum und es ist eigentlich noch verständlich, dass man zuerst auf das losgeht. Aber da reden wir wie über mehrere Themen. Das eine ist die ganze Finanzierungs- und Budgetierungsgeschichte. Und das andere ist, was braucht man eigentlich? Und wenn ich mit Politikerinnen und Politikern rede, wo ich selber auch einer bin, dann heisst es häufig, ja, das ist ganz etwas Wichtiges, Betreuung, es braucht es unbedingt. Und wir haben auch kein Geld. Mhm. Und das ist das Spannungsfeld, wo manchmal kommt man ein bisschen vorhin, der Ping-Pong, der hin und her geht, bei einzelnen Personen selber. Mhm. Ich denke, wichtig ist, dass wir als Organisationen oder als Professionen wirklich dran sind, da Ideen zu haben, das weiterzuentwickeln. Aber schlussendlich muss es, sage ich, auf nationaler Ebene sogar muss es eine Veränderung geben. Ja, das ist jetzt ein bisschen eine Ausrede, Herr Koch. Oder das sind ja Politiker. Ich würde das Wort umschreiben. Gut, das ist jetzt eben eine Frage, oder? Auf der einen Seite muss ich jetzt, also wenn Sie mich jetzt als Politikerin adressieren, muss ich sagen, ich kann den Herrn Koch in dem Sinn auch verstehen, oder? Im Moment ist wahnsinnig viel auf der Gemeindestufe abdegradiert und geregelt. Und die Gemeinden müssen sehr viel übernehmen und auch sehr viel zahlen. Und das ist korrekt, je nach Kanton, je nach Gemeinde geht denen einfach irgendwann der Schnuff aus. Und solange nichts von oben runterkommt, oder so schön gesagt, oder von Bern, wird es schwierig. Und ich glaube, im bei puncto Betreuung zu definieren, wo ja im Moment, wie richtig vorher gesagt worden ist, nur dort gezahlt wird, wenn man krank ist. Und das darf ja eigentlich nicht unsere gesellschaftliche Idee sein. Es soll ja bezahlt sein, wenn man Betreuung braucht, weil Betreuung hilft ja oft sogar, dass man eben lang nicht krank wird oder lang eben nicht pflegebedürftig in dem Umfang wird, wie man es vielleicht sonst würde werden. Muss eigentlich die Idee sein, dass doch eigentlich national entschieden wird, die Betreuung kommt eine Sichtbarkeit über, es gibt eine Finanzierung, es wird aber auf Kantone und schlussendlich auf Gemeinden auch dann eine Auswirkung haben. Ich glaube, da muss man schon irgendwo dort oben können ansetzen oder im Idealfall eben miteinander ansetzen. Und im Moment ist es noch ein bisschen auf allen Ebenen. Gut, ich bin noch so mit einem halben Auge am Durchscrollen von der Fragen im Chat und da hat es wirklich interessante Sachen. Magdalena Fuchs sagt, sehr wichtig, dass Lorenz Imhoff sagt, das ist ein Grund, warum 46% der Pflegefachpersonen nach 3 bis 5 Arbeitsjahren aus dem Beruf aussteigen, weil sie eben genau die Betreuungsarbeit nicht können machen. Ich glaube, ihr seid auch wegen dem ausgestiegen, Frau Reinhardt, oder täusche ich mich? Weil ihr zu wenig können, zu den Leuten wirklich schauen, oder? Ist das nicht so? Ja, also es war nicht allein der Grund, es war einfach auch so die Motivation, gewesen, so das Spektrum noch zu erweitern. Mhm. Aber es hat sicher dazu beigetragen, nicht mehr zurückzugehen, wo ich die Entwicklung beobachtet habe. Mhm. Und wenn wir gerade bei der Ausbildung sind, Gerda Zbinder, in den Ausbildungswegen wurde es auseinandergenommen, was teilweise eine ganzheitliche Sicht auf die Menschen behindert, einschränkt. Wie wäre es mit einem CAS, DAS, MAS, was auch immer, für beide Berufsgruppen, der die sinnvoll ergänzende Kooperation und gemeinsame Sicht fördert? Und, ja, Frau Stadelmann, ihr seid die Ausbildungs...
Unter anderem auch, aber eben mit dem Fokus soziale Arbeit. Ich denke, der Herr Imhof hat ja da auch den Bereich Pflege und auch der Herr Knöpfel ist ja auch noch so ein bisschen in dieser Schnittstelle unterwegs. Ich würde das sehr spannende Idee finden, dass man das würde kombinieren. Bedingt aber nichtsdestotrotz, dass es in beiden Ausbildungsgängen, in den Grundausbildungsgängen, Betreuung gleich verankert ist. Oder? Also wir müssen selber auch unsere Betreuung unseren Bachelorstudierenden mitgeben. Aber ich könnte mir auf Kooperationsebene in einem CAS, in einer Weiterbildung durchaus vorstellen, dass das Potenzial hat. Also ich finde das eine ganz spannende Idee. Und der Herr Winkelmann geht auch in die Richtung. Müsste der nicht, jetzt ist es gerade hier, auch Leute, die jetzt nicht studiert haben, auch geeignete Personen im Feld Altersarbeit Platz finden, die zum Beispiel keine Matura haben, aber zum Beispiel empathische Kompetenzen? Frau Reinhardt, der hat gerade genickt. Ja, nein, unbedingt. Also wir haben ja eigentlich das Berufsbild von der FABE, Fachfrau Betreuung Betagte. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen, als ich wieder zurückgekommen bin in diesen Bereich, also vor 2 Jahren. Die sind praktisch nicht eingesetzt, aber sie sind nicht eingesetzt, weil sie genau den Spagat von all dem, wo wir diesen Anforderungen nicht können erfüllen, beziehungsweise dass der Fokus ist, dass ich dann höre, dass es heisst, ja gut, aber die können pflegerische Leistungen zu wenig übernehmen, sie können nicht den Spätdienst übernehmen und dann kostet es am Schluss zu viel. Also dort haben wir, glaube ich, schon noch einiges zu tun. Mhm. Jemand schreibt, M. Gasser ist ein bisschen pessimistischer als dir. Die sagen, ja, jetzt muss man schauen, dass das finanziert wird und den Stellenwert erhöhen. Nachdem aber bereits die Pflege Unsummen kostet, ist es für mich kaum vorstellbar, dass noch zusätzliche Kosten für Betreuung finanziert werden können. Müsste man nicht zuerst einmal offenlegen, wieso und was in der Pflege so teuer ist? Medikamente und so weiter. Beim Personal wird ja eh schon gespart. Also, das ist schön, was ihr sagt, aber es wird sich niemand bezahlen, weil schon die Pflege so teuer ist, Herr Koch. Ja, ich bin nicht der Meinung, oder ich bin der Überzeugung, es ist nicht zusätzlich eben Kosten, sondern es ist ein Verlagern oder ein Umlagern von Kosten. Ich erlebe es immer wieder bei Spitex-Organisationen auch, dass wir bei der Grundpflege helfen. Aber das Zentrum an der ganzen Thematik ist eigentlich Betreuungsleistung. Und jetzt streichen wir diesen Leuten noch den Wäschlumpen irgendwie übers Gesicht rein, damit wir Betreuungsleistung betreiben können. Das ist eigentlich das, was Herr Imhof gesagt hat. Es muss Pflege sein. Und Pflege macht Betreuung, bin ich überzeugt. Aber eigentlich gibt es Situationen, wo eben gar keine Wäschlumpen gebraucht wird. Oder? Aber es muss gleich jemand vorbeigehen und die Leute unterstützen. Und darum behaupte ich, dass es nicht einfach zusätzliche Kosten sind, plus die präventiven, früherkennerischen Themen, die ja schlussendlich auch kostensparend sind und so schwierig zum Belegen auch sind. Aber ich überzeugt bin, dass wir dort auch Kosten sparen. Von dem her ist es nicht einfach ein Aufblasen von den Kosten. Also ist eine Überzeugung. Sondern eine Verlagerung. So, es ist schon fast halb und ich habe versprochen, wir nehmen die beiden Professoren nochmal dazu. Laura, du kannst vielleicht uns zuschalten, der Lorenz Imhof und der Carlo Knöpfel, die jetzt, hoffe ich doch auch, sehr intensiv zugelassen haben und zugeschaut haben, wo die Leute aus der Praxis diskutiert haben. Ja, erzähl doch kurz, Lorenz Imhof, was habt ihr gehört, was hat euch gefallen, was hat euch weniger gefallen? Was ich gehört habe, ist, dass ein grosses Dilemma da ist. Dass eigentlich ganz viele Personen jetzt in den unterschiedlichsten Berufen sind nicht sehr glücklich über das, was heute passiert, dass man den Menschen und ihrer Situation nicht gerecht wird. Ich habe gehört, dass immer wieder ein Argument von der Finanzierung da ist. Und ich denke, das ist das Hauptproblem, dass wir ein Finanzierungssystem haben, das den Bedürfnissen von diesen Menschen gar nicht gerecht werden kann. Man hat das auseinandergenommen, dividiert es. Und leider ist die Diskussion, Betreuung jetzt nochmal separat zu dividieren. Ich sehe im Papier kommt auch noch die Hilfe, die man dann noch separat muss dividieren. Das ist genau der Weg, wo wir jetzt hergekommen sind, indem man dividiert und dividiert. Und ich plädiere einen anderen Weg. Und das Argument, das ich eigentlich habe, die Leistung, die heute nicht finanziert wird, aber wirklich niemand, das ist Kollaboration zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Mhm. Und das ist das grösste Problem.
Da verlangt man von den Leuten, dass sie zusammenarbeiten, dass sie kollaborieren, nicht nur Koordination, oder wo einer befiehlt, was jetzt alles muss gemacht sein, sondern die Kollaboration, das Bündeln von den Fähigkeiten wird heute nicht finanziert. Und das ist für mich das grösste Dilemma in dieser ganzen Diskussion. Dankeschön, Herr Imhoff. Was habt ihr gehört, Carlo Knöpfel? Ich möchte zwei Punkte noch mal vorheben. Das eine ist, dass man nicht einfach von älteren Menschen reden kann, sondern man muss auch die wirtschaftliche Ungleichheit im Alter immer wieder im Auge behalten. Oder? Wenn wir Leistungen streichen, dann sind die nicht weg, sondern die, die das Geld haben, können sich das nicht einfach privat einkaufen und haben dann das. Und die, die das nicht haben, und ich muss Ihnen sagen, 20% der Rentnerhaushalte müssen mit durchschnittlich 4'000 Franken im Monat auskommen. Die können sich nicht viel Betreuung selber einkaufen. Oder? Und dann tun wir einfach hier eine Art Zwei-Klassen-Alterspolitik betreiben. Die einen, die das Geld haben, für die ist das kein Problem und die anderen vergessen wir in der ganze Diskussion. Und das ist mein Hauptanliegen, weil ich komme ja eigentlich aus der Armutsforschung, dass die Ungleichheit eben in der ganzen Debatte mitdenkt wird. Und das Zweite, was wir im Papier ja versuchen auch zu sagen und was jetzt Frau Stadelmann und Herr Koch ja auch nochmal wiederholt haben, ist nicht zu unterschätzen, dass eine gute Betreuung eine präventive Wirkung hat. Oder? Und es auch erst ermöglicht, dass auch Menschen jetzt, die nicht wahnsinnig gut ein soziales Umfeld haben, auch möglichst daheim bleiben können. Und das ist nicht einfach zunehmend quasi eine Frage vom Wollen, oder? Sondern es wird zunehmend auch eine Frage vom Müssen. Die Vereine hat die Situation in Basel geschildert. Also wenn ich in ein Pflegeheim sollte gehen und nicht Selbstzahler bin, dann muss ich eine bestimmte Pflegebedürftigkeit erreicht haben, sonst kriege ich gar keinen Platz. Also es gibt zunehmend eine Pflicht, daheim zu bleiben. Und das verlangt erst recht, dass wir die Betreuung vernünftig organisieren, dass das nicht einfach zu einem sozialen Abstieg und zu einer sozialen Isolation führt, was eben droht, wenn das so weitergeht, wie man es im Moment beobachtet. Mhm. Und da ist die grosse Frage zum Schluss, was machen wir jetzt? Ich habe noch eine Frage von der Magdalena Fuchs. Das ist die Schlussfrage. Ich würde mal sagen, an die Leute aus der Praxis. Welche Schritte unternehmen Sie konkret? Und dort die Schlussfrage an die Politikerinnen und Politiker. Dass das Thema Miteinander, Kooperation aller beteiligten Berufsgruppen und auch freiwilligen Organisationen auf der politischen Agenda ein Thema wird und die Finanzierung angepasst wird. Bei dir startet, Herr Koch, was unternehmen wir heute Nachmittag neu in dieser Sache? Heute Nachmittag unternehme ich Folgendes, dass ich die Sitzung für morgen, wo wir die neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt Kriens ausschaffen, du vorbereiten. Und dort kommt genau das Thema rein. Mhm. Und was ich dann auch mache... Sie können gerade den Stream schicken, oder? Dann können Sie sich so vorbereiten. Ja, es sind alle eingeladen worden zu dem Stream. Ja, ich bin gespannt, wer nicht geschaut hat, wer dabei ist. Das ist ein Teil, der natürlich auch das Aufarbeiten von Daten, von Datenmaterial für Politikerinnen und Politiker von der Gemeinde Kriens. Das mache ich aber als Geschäftsleiter natürlich. Ich selber bin auf kantonaler Ebene Politiker und dort ist es eigentlich im Rahmen des Gesundheitsgesetzes. Ich bin in der Gesundheitskommission, kann ich leicht den Einfluss nehmen, versuche ich dort die Themen auch zu lancieren und reinzubringen. Mhm. Im Kanton Luzern wird es schlussendlich wieder in der Gemeinde delegiert, oder es ist eine Aufgabenteilung, es ist nicht eine Delegation, es ist eine Aufgabenteilung. Von dort her ist der Einfluss relativ klein und es sind wieder Wahlen. Geben Vollgas. Ja, es sind wieder Wahlen, genau. Sie geben Vollgas, das höre ich jetzt. Gut. Franziska Renner, Sie sind ja Nahtopolitikerin bei Cura Viva. Was macht ihr konkret? Eben für das Miteinander, Kooperation und so wirklich zu fördern? Also für mich sind es wie zwei Ebenen. Ich habe bis im Januar, bin ich auch noch im Grossrat in Baselstadt. Von dem her kenne ich das politische Geschäft auch und ich merke, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich finde, es braucht gute Beispiele aus der Praxis, wo die Politik sich darauf referenzieren kann. Das wäre so mein Ansatz. Wir haben das auch als Jahresziel definiert, dass wir das wirklich nochmal genau intern anschauen, auch wirklich auftun und schauen, was können wir noch mehr an Kooperationen schaffen. Und halt auch ich persönlich, wo wirklich jetzt auch eine Stelle wird besetzen für jemanden aus der sozialen Arbeit, der nahe bei mir ist, um wirklich das Thema auch aufzunehmen. Das ist jetzt wirklich ganz konkret. Und dir zum Schluss, Frau Stadelmann?
Ja, also bei mir sind es zwei Sachen. Das eine ist, das Altersleitbild wird im Kanton Luzern überarbeitet und das ist etwas, was bei mir liegt. Und einerseits politisch, aber auch inhaltlich. Und ich werde mich dort ganz stark dem Thema annehmen und konkret versuchen, Ergebnisse einzufliessen lassen, auch sichtbar zu machen, was bedeutet denn die Kollaboration, die der Herr Professor Imhof so sehr gut formuliert hat heute. Und das Zweite ist ein runder Tisch. Wir haben einen Sozialraum, wir haben in Emmen ein ganz grosses Feld, das im Moment bis im nächsten Sommer nicht bewirtschaftet wird. Und die gibt's und findet statt ab dem nächsten Sommer sogenannte Roundtables mit älteren Leuten, mit Pensionierten, aber eben auch mit Leuten, die Leute pflegen wollen, potenziell, also junge Personen aus Schulen. Und es soll so wie eine Art Zukunftswerkstatt entstehen. Wie soll man in Zukunft miteinander kooperieren und wie soll die Betreuung ausgestaltet sein, damit es aber auch mal sichtbar wird. Das sind so zwei Ebenen. Und ich glaube, die Jungen muss man auch noch ein bisschen abholen. Das ist mir auch noch ein bisschen wichtig. Junge Leute, die in die Pflege wollen, aber auch junge Leute, die vielleicht eine ganz andere Perspektive drauf haben. Das war schon ein Schlusswort, Herr Koch. Oder wollt ihr es noch machen? Jetzt traue ich fast nicht. Ja, wenn es super ist, seid ihr unter Druck. Wenn es gut ist, dürft ihr schon. Also gut, ich versuche es. Ihr fast nicht zu toppen, Frau Stabelmann. Nein, ich war nur noch im Chat gesehen, dass der Hans-Rudolf Eichelmann noch geschrieben hat, Potenzial der Pensionierten. Und ist mir einfach gerade angeklungen, was Sie, Frau Stadelmann, gesagt haben, die Jungen auch für zahlen, oder? Und da finde ich einfach auch, was man nicht ganz vergessen darf, wenn man immer über Professionen und Finanzierung redet, gibt es aber auch eine Bevölkerung. Und ich nehme einfach Stichwort Caring Community, wo man muss entstehen lassen. Das muss man steuern, auf politischer Ebene, aber auch auf professioneller Ebene. Also wir als Organisationen sind dort auch gefragt, damit so etwas entstehen kann. Das ist nicht die Lösung letzter Schluss, aber es gehört mitunter auch dazu. Wenn Sie etwas sagen, Frau Stadelmann. Nein, das lassen wir jetzt einfach solo gelten. Wir lassen solo gelten. Wir haben schon ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das macht nichts. Also euer Engagement von allen Beteiligten, das stimmt doch zuversichtlich auch für das Thema, wenn ich dann mal in das Alter komme, wo ich dann die Betreuung wird brauchen und die Pflege. Ich danke herzlich für die Diskussion, Herr Imhof, Herr Knöpfel, Herr Koch, Frau Reinhardt und Frau Stadelmann. Ich habe gehört, der vierte Live-Talk ist irgendwo schon in der Planung, in der Pipeline. Also das Thema wird weiter bestehen. Wir werden weiter diskutieren. Wer weitere Infos zu diesem Thema findet ihr. Da seht ihr sie blendet, www.gutalten.ch. Ihr könnt auch gerne eure Beiträge, wenn ihr ein Anliegen habt, eine Reaktion, könnt ihr das mailen, mail@gutalten.ch. Ihr findet auf dieser Homepage übrigens auch das Impulspapier, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wo wir jetzt verschiedentlich davon geredet haben. Ja, ich glaube, das ist es. Schaut dort rein und wünsche allen alles Gute und vor allem gute Gesundheit und auf Wiedersehen miteinander. Dankeschön, gute Woche. Gleichfalls, danke. Ade miteinander. Ade.